Also ja, ich kann schon mal weiß voraussagen, diese Mission wird eine Weile dauern. So, Bäckerei ist fertig, Lebenssammler ist fertig. Das heißt, du bäckst. Und das erste Zweifamilienhaus kann gebaut werden. Gucken wir mal, wie wir da zwei unterbringen. Ja. Für unsere Bauarbeiter und für unseren Bäcker. Nächster Schritt, Werkzeugschreinerei. Gut, das Geschirr ist eine Sache. Aber wir brauchen trotzdem den Werkzeugschreiner jetzt erst einmal. So, meine beiden Bauarbeiter können da schon mal einziehen, sobald es fertig ist. So, der Bäcker stellt Brot her, das ist gut. Ja, unser letztes Thema sind dann wirklich die Pilze. Ich meine, ich will nicht unbedingt in dem kleinen Eskimo-Dorf nach Pilzen sammeln. Also werde ich es hier unten tun müssen. Wahrscheinlich die Pilze haben eine Hütte da oben irgendwo hinbauen. Es gibt auch sonst keinen Ort außer diesem für Lehm. Ja gut, die Lehmgrube direkt bei den Iglus. Ja, triefende Nase vor den Iglus und Tobacco vor den Impotee. Ja. Feind mit Wikinger, Feind mit Iglus. Feind mit Wikinger, Feind mit Impotheken. Freund mit Iglus, Feind mit Hypotheken. Gut. Hallo Kaktus. Ja, Bauernhof steht schon eine Weile leer, weil Torgeier noch nicht erwachsen genug ist. Ja, Nahrung wird langsam so eine knappe Sache. Wäre da unser Fischer nicht überfüllt. So, alles erstmal auf Nahrung packen, bis wir das mit der Nahrung im Griff haben. Ja, und Geschwindigkeit werde ich wirklich erst geben, wenn ich weiß, dass diese Sache hier läuft, wie sie laufen sollte. Warum auch immer hier Wasser rumsteht, wir brauchen nicht unbedingt Wasser. Ich würde ja sogar wirklich so weit gehen und Torgeier erstmal zum Müller machen. Weil wir haben noch genug Weizen hier und zur Not kann er Weizen hier drüben holen. Ah, dann kriegt gleich schon mal den nächsten Jungen. Und du wirst Müller.
Wenn ihr hier mit eurem Haus fertig seid, dann kriegt ihr unseren Träger für die Bäckerei. Nee, hier will ich die Pilze haben. Hier gibt es auch einzelne Pilze. Nee, das werde ich auch nach hier oben verlagern. Denke ich mal. Einfach damit der Tempel hier oben steht. Oder ich mache zwei Pilzhütten, mache hier unten eine, um hier die Pilze abzusammeln. Mache dann später oben eine, um oben die Pilze abzusammeln. Baue aber den Tempel trotzdem hier oben hin, dass die was zum Beten haben. Und wenn es geht, baue ich da oben ein Lagerhaus hin. Ah. So. Das erste Zweifamilienhaus ist fertig, gut. Ja, wenn das zweite fertig ist, zieht erstmal unser Bäcker da ein. Und ich würde sagen, unser Jäger zieht ins Wohnzelt ein. Okay, sie holt schon mal Möbel oder Geschirr hier drüben. Weil wir müssen auch irgendwann mal gucken, dass wir einen Schuster herkriegen. Ja, so hier vielleicht. Und ein Zweifamilienhaus für den Holz. Ne, eigentlich brauchen wir ein Dreifamilienhaus. Das stimmt. Obwohl, wir brauchen keinen zweiten Jäger. Ne, brauchen wir ehrlich nicht. Und wenn er nicht mehr fischen kann, wird er Farmer. Ja. Ich kann nicht erkennen, wie viele Bögen das sind und ich kann es nicht anklicken. Und natürlich, da die nicht eingelagert sind, sehe ich eh nicht, was das für Bögen sind. Ja, brauchen wir wie immer nur ein Dreifamilienhaus. Das kommt dann da oben hin. Steine, ja. Steine kriegt er nur leider hier drüben. Oder hier. Auch gut.
Und ja, die haben eine gute Armee, also brauche ich eine eigene gute Armee, um sie anzugreifen. Ich habe aber dieses Mal jedenfalls das Glück, dass ich mehr Bauplatz habe als in der vorletzten Mission, also in Chichen Itza oder Chichen Itza. So, du kannst trainiert werden. So, du holst die Nahrung von da zum Kochen. Du hast noch genug Geschirr, das ist gut. Ja, zum Glück haben wir noch genug Fisch, um uns über Wasser zu halten, weil unser Jäger macht ja Blödsinn. Dadurch, dass er ständig das Leder holt, anstatt dass er die Nahrung wegbringt, anstatt dass er das Leder wegbringt. Ach, jetzt holt sie Nahrung von hier. Das ist auch okay. So, das Zweifamilienhaus ist auch fertiggestellt. Das heißt, ihr zieht mal um. Wobei, ihr zieht erst um, wenn das Kind erwachsen ist. Du bist hungrig, dann geh zur Fischerhütte was essen. Ich überlege gerade, soll ich eine extra Steinmetz machen oder soll ich nachher den Pilzsammler, wenn er hier unten Pilze sammelt, einquartieren? Ist so oder so doof. Na, sie holt jetzt Möbel, würde ich sagen. Du brauchst noch 4 Jahre, Ingame-Jahre zum Glück. Und unser Bäcker dürfte gleich seinen Meisterrang kriegen. Genau. Sehr gut. Du wünschst dir auch gleich mal einen Jungen.